Das neue Jahr ist nun schon ein paar Tage alt und viele von uns sollten nun mehr Geld in der Tasche haben. Leider ist auch vieles teurer geworden, aber ich erzähle dir in diesem Video, warum du mehr Einkommen haben solltest. Grundfreibetrag. Nehmen wir erst einmal die Basis unserer Steuern. Der Grundfreibetrag gibt an, ab welchem Einkommen man überhaupt Steuern zahlen muss. Dieser wurde zum 01.01.2023 um 561 Euro auf 10.908 Euro angehoben. Erst wenn dein Einkommen diesen Betrag überschreitet, musst du Steuern auf dein Einkommen bezahlen. Wenn du mehr als diese 10.908 Euro an Einkommen hast, sparst du bei gleichbleibenden Einkommen im Vergleich zum letzten Jahr trotzdem Steuern. Denn die Steuerberechnung auf dein Einkommen beginnt auch erst mit dem Überschreiten des Freibetrags. Übrigens soll der Freibetrag 2024 um weitere 696 Euro auf 11.604 Euro angehoben werden. Mit Erhöhung des Freibetrags soll das Existenzminimum steuerfrei bleiben, obwohl ich den Betrag für ein Existenzminimum schon für zu gering halte. Sparerpauschbetrag. Nun kommen wir zu den Anlegern. Bisher konntest du mit deinem Aktienhandel, Dividendenzahlung und Zinsen bis zu 801 Euro einnehmen, ohne darauf Steuern zahlen zu müssen. Verheiratete Paare konnten 1602 Euro verdienen, ohne Steuern zahlen zu müssen. Dieser Sparerpauschbetrag wurde nun auf 1000 Euro für die Singles und 2000 Euro für Verheiratete angehoben. Das heißt, dass du erst ab frühestens 1000 Euro Einkommen durch Kapitalerträge Steuern zahlen musst. Schaue mal bei deiner Bank oder Broker nach, ob der Freistellungsauftrag angepasst wurde, um keine unnötigen Steuerabzüge zu haben. Übrigens kann man den Freibetrag auch auf mehrere Depots aufteilen. Achte aber darauf, dass dein Freibetrag bei allen Brokern zusammen deinem erlaubten Freibetrag von 1000 bzw. 2000 Euro nicht überschreitet. Mindestlohn bei Auszubildenden. Der normale Mindestlohn wurde bereits im letzten Jahr auf 12 Euro angehoben. Für Auszubildende gilt in diesem Jahr ein neuer Mindestlohn. Dieser muss im ersten Ausbildungsjahr 620 Euro pro Monat betragen. Im zweiten Jahr erhöht er sich auf 732 Euro und im dritten Jahr auf 837 Euro. Wenn deine Ausbildung über 4 Jahre geht, so hast du Anspruch auf mindestens 868 Euro pro Monat. Wenn dir die Beträge zu gering sind, dann schaue doch mal in den USA vorbei. Dort erhält man nicht nur kein Geld für die Ausbildung, sondern man muss für diese auch noch bezahlen. Daher startet man dort mit Schulden in das Berufsleben. Kindergeld. Das Kindergeld wurde erhöht. Für die ersten beiden Kinder steigt das Kindergeld um jeweils 31 Euro und das dritte Kind um 25 Euro auf insgesamt 250 Euro je Kind. Damit bekommt man für jedes Kind 250 Euro. Eine Staffelung vom ersten und zweiten Kind zum dritten Kind ist damit entfallen. Mit Kindern hat man nicht nur Anspruch auf Kindergeld, sondern man erhält auch einen Steuerfreibetrag. Dieser wurde von 5.620 Euro in 2022 auf 6.024 Euro erhöht. Hinzu kommt noch der Freibetrag für die Betreuung, Erziehung oder den Ausbildungsbedarf in Höhe von 2.928 Euro. Ein kleiner Hinweis am Rande: Wenn du nun denkst, dass du mit Kindern Gewinne einfahren kannst, muss ich dich leider enttäuschen. Kinder kosten einfach mehr, als das Kindergeld und der Freibetrag einbringen. Wohngeld Plus. Seit diesem Jahr haben mehr Menschen Anspruch auf Wohngeld. Die Einkommensgrenzen wurden erhöht und somit haben etwa 2 Millionen Haushalte Anspruch auf Wohngeld. Bisher waren es etwa 600.000 Haushalte. Außerdem wurde das Wohngeld erhöht. Voraussichtlich um 180 Euro je Monat hat sich das Wohngeld auf 370 Euro erhöht und damit etwa verdoppelt. Ob du Anspruch haben könntest, kannst du durch einen Online-Rechner ermitteln. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Bürgergeld. Das Bürgergeld wurde eingeführt und wird ausgerollt. Konkret bedeutet das, dass Hartz-IV-Empfänger nun Bürgergeld bekommen werden. Neben dem neuen Namen wurden auch die Ansprüche erhöht, womit dem Arbeitslosengeld II-Empfänger mehr Geld zur Verfügung stehen wird.
Ein großer Vorteil wurde für diejenigen geschaffen, welche im Laufe des Berufslebens Geld für die Altersvorsorge angespart hatten und anschließend ins Hartz IV gerutscht sind. Bisher musste so ziemlich das ganze Geld verbraucht werden, bis man Anspruch auf Arbeitslosengeld II hatte. Im ersten Jahr des Bürgergeldanspruchs darf man nun 40.000 Euro besitzen, ohne dass diese angerührt werden müssen. Für jede Person der Bedarfsgemeinschaft erhöht sich der Betrag um jeweils 15.000 Euro. Neben der Erhöhung des Einkommens befinden wir uns allerdings in einer Zeit mit einer hohen Inflation, welche das liebgewonnene Geld gerne wieder auffrisst. Wie du mehr aus deinem Geld machen kannst, erfährst du in unseren Videos der Finanzschau. Über einen Daumen nach oben oder ein Like würden wir uns sehr freuen. Genauso wie wenn du diesen Kanal abonnieren würdest. Hier hast du noch zwei weitere Videos zur Auswahl. Bis dahin!